Im heutigen Video wollen wir uns näher ansehen, wie verschiedene Organismen, Tiere und Pflanzen im Meer zusammenarbeiten. Organismen im Meer leben in einer Vielzahl verschiedener Formen zusammen und oft ist ihr Überleben direkt von dieser Partnerschaft abhängig. Im Allgemeinen unterscheidet die Wissenschaft zwischen drei verschiedenen Formen: der symbiontischen Beziehung, wie dem Mutualismus, bei dem beide Partner profitieren, wie es zum Beispiel von Korallen und ihren Algensymbionten bekannt ist, und die kommensalistische Beziehung. Hier profitiert nur ein Partner, zum Beispiel die Seepocken, die auf einem Wal wachsen, der ihnen damit Schutz vor dem Gefressenwerden bietet, während dem Wal selber die Anwesenheit seines Gastes wahrscheinlich kaum bewusst ist. Aber auch die parasitären Beziehungen, bei denen der Wirt unter der Anwesenheit des anderen Partners, des Parasiten, leidet. Es gibt auch hier viele Beispiele. Zum Beispiel die Fischassel, ein parasitischer Isopode, der nach dem Eindringen in einen Fischwirt über das Maul oder die Kiemen sich mit den Klauen in den Zungengrund des Fisches festhakt, über die Zeit die Zunge sogar ersetzt und sich dann vom Blut des Fisches aus der dortigen Arterie ernährt. Tatsächlich ist für viele dieser Beziehungen gar nicht so eindeutig klar, in welche der Kategorien sie eigentlich passen würden, und Wissenschaftler sind sich mitunter auch nicht einig über die aktuellen Kategorien. Das liegt daran, dass sich manche dieser Beziehungen auch verändern können, wenn sich zum Beispiel die Umweltbedingungen ändern oder auch wenn einer der Partner in eine andere Entwicklungsstufe übergeht. Hauptsächlich aber auch deswegen, weil ein Großteil der Forschung an diesem Themenbereich erst in den letzten 30 oder 40 Jahren stattgefunden hat und wir viele Prozesse einfach noch nicht detailliert genug verstehen. Einige dieser Symbiosen, von denen wir erst kürzlich erfahren haben, kommen zum Beispiel in Bereichen des Meeres vor, in denen Leben sonst gar nicht möglich wäre. Zum Beispiel in der Tiefsee, wo das Leben sowieso ziemlich hart ist, es wenig Nahrungsressourcen gibt und vor allem die Hauptenergie nicht wie in flachen Gewässern vom Sonnenlicht kommen kann. Wenn du übrigens mehr über den Einfluss von Licht im Meer und ein paar Einblicke über die marinen Nahrungsketten und Netze wissen willst, dann schau dir doch auch mal unsere vorherigen Videos an. Hier in der Tiefsee, an den hydrothermalen Quellen, können wir nun nämlich verschiedene Tiere finden, zum Beispiel auch die großen Rifthia-Röhrenwürmer, die in einer symbiontischen Beziehung mit bestimmten Bakterien leben. Diese Bakterien können nun aus dem Schwefelwasserstoff, der aus den Quellen austritt, Zucker und damit Energie gewinnen, ähnlich der Photosynthese von Pflanzen, die mit Hilfe von Licht und CO2 Glucose herstellen können. Einen Teil dieser umgewandelten Energie geben die Bakterien dann an ihren Wirt, die Würmer, weiter, sodass diese selbst in der harschen Umgebung der Tiefsee leben können. Ein anderes Tier, bei dem man erst kürzlich herausgefunden hat, dass es ebenfalls in einer Beziehung mit diesen Bakterien lebt und das man auch an diesen hydrothermalen Quellen finden kann, ist die Yeti-Krabbe. Auf ihren haarigen Zangen sitzen filamentöse Bakterien, mit denen die Krabbe die giftigen Mineralien aus dem ausströmenden Wasser der Quellen umwandeln können. Dieser Prozess wird auch als Chemosynthese bezeichnet, ein Prozess, bei dem Energie aus anorganischen Chemikalien gewonnen wird und der typischerweise an Orten stattfindet, an die kein Sonnenlicht gelangt. Analysen der Lipid- und Isotopenzusammensetzung haben auch Hinweise darauf geliefert, dass diese epibiotischen Bakterien die Hauptnahrungsquelle der Krabben darstellen und dass die Krabbe auf ihrem dritten Maxilliped, also einem der Mundanhänge, hochmodifizierte Haare besitzt, zwischen denen sie die Bakterien kultiviert. Epibiotisch bedeutet übrigens, dass die Bakterien auf der Krabbe leben, im Gegensatz zu anderen Formen, in denen die symbiotischen Bakterien innerhalb eines Organismus leben, die sogenannten Endosymbionten. Eine solche endosymbiontische Beziehung, die ebenfalls der Nahrungsaufnahme des Wirtes dient, besteht beispielsweise zwischen den Ocedax Annelidwürmern und ihren Bakterien. Die Würmer haben wurzelartige Strukturen, mit denen sie sich in die Knochen toter Tiere, wie zum Beispiel Wale, auf dem Meeresboden eingraben. In speziellen Geweben leben dann ihre symbiontischen Bakterien, die dem Wurm dabei helfen, das Knochenmaterial abzubauen. Dadurch, dass die Bakterien innerhalb der Würmer leben, haben sie einen leichten Zugang zu frischem Knochenmaterial und ernähren letztendlich nicht nur sich selbst, sondern auch den Wurm. Der Name dieser Würmer, Ocedax, stammt übrigens aus dem Lateinischen und bedeutet eigentlich knochenfressend. Das ist auch einer der Gründe, warum der Trivialname der Würmer auch oft Zombiewurm ist. Andere Organismen gehen Symbiosen eher für den gegenseitigen Schutz der Partner vor Raubtieren ein. Einige Grundeln, kleine Fische, leben in einer Symbiose mit Krebsen. Bei dieser Symbiose gräbt der Krebs einen unterirdischen Bau, während die Grundel am Eingang des Baus nach Fressfeinden Ausschau hält. So können die beiden gemeinsam sandige Ebenen ohne andere Versteckmöglichkeiten besiedeln. Ein klassisches Beispiel ist natürlich auch die symbiotische Beziehung einiger Anemonen zu den Anemonenfischen, auch bekannt als Clownfisch oder Nemo. Während die Anemone dem Fisch Schutz und Rückzugsgebiet bietet, verteidigen die Clownfische ihre Anemone gegen Eindringlinge und Feinde, also auch eine Lebensgemeinschaft zu beidseitigen Nutzen.
zum Eigenschutz nutzen Anemonen das Nesselgift ihrer Tentakel, um Fische damit zu lähmen oder sogar zu töten. Wie kann es denn da sein, dass die Clownfische dennoch in ihr leben? Nun, sie nutzen einen tollen Trick. Der Anemonenfisch kann das Nesselgift aus seine Schleimhaut übertragen, sodass die Anemone ihn nicht als Fremdkörper empfindet und folglich auch nicht vernesselt. Zusammen sind sie obligatorische Symbionten, was bedeutet, dass beide Partner aneinander gebunden sind und nicht ohne den anderen Partner existieren können. Die nächste Symbiose, die oft als Paradebeispiel für so eine wechselseitige Beziehung verwendet wird, ist die zwischen Korallen und ihren winzigen symbiotischen Algen, den Dinoflagellaten, die in ihrem Gewebe leben. Die Algen aus der Familie der Symbiodinaceae versorgen den Korallenwirt mit fast allen Nährstoffen, die er benötigt. Im Austausch dafür gewährt die Koralle den Algen eine geschützte Umgebung, in der sie leben und sich vermehren können. Dank dieser Symbiose können tropische Korallen diese riesigen Riffe bilden, mit denen sie kollektiv ganze Ökosysteme formen. Diese Beziehung ist besonders wichtig, da Korallenriffe größtenteils in oligotrophen Gewässern vorkommen, das heißt in Lebensräumen mit wenig Nährstoffen. Für sessile Organismen wie Korallen ist es daher besonders schwierig, ihren Energiebedarf zu decken, da sie nicht einfach von den Partikeln aus der Wassersäule profitieren können. Da sie nun durch ihre symbiotischen Partner den Großteil ihrer Nahrungsenergie geliefert bekommen, macht es ihnen das leichter, hier zu leben. Allerdings sind sich nicht alle Korallenwissenschaftler einig, dass diese Beziehung tatsächlich auf einer gleichberechtigten Partnerschaft beruht. Tatsächlich können die Korallen das Algenwachstum und die Algenaktivität regulieren. Und es wird angenommen, dass sie anfangs viel Stickstoff zur Verfügung stellen, sodass die Algen sich schnell vermehren. Wenn sie dann aber voll besiedelt sind, die Verfügbarkeit des Stickstoffs einschränken. Man könnte also eher davon sprechen, dass sie die Algen kultivieren oder anbauen, als dass sie mit ihnen in einer gleichberechtigten Partnerschaft leben. Hier kommt nun auch noch eine andere mikrobielle Gruppe ins Spiel, nämlich stickstofffixierende Bakterien. Diese können nämlich eine Schlüsselrolle in der Aufrechterhaltung der Produktivität der Algen spielen, indem sie zusätzlichen Stickstoff für den Stoffwechsel und das Wachstum beitragen. Das ist besonders dort relevant, wo viele Abwasser, also nährstoffreiches Wasser voller Zucker und Stickstoff, in unsere Ozeane gepumpt wird. Diese mit Nährstoffen angereicherte Umgebung führt dazu, dass die stickstofffixierenden Mikroben zusätzliche Energie bereitstellen können und damit auch mehr Stickstoff zur Verfügung steht, was letztendlich das Gleichgewicht der Stickstoffbegrenzung für die Algen durcheinander bringt. Letztendlich kann dieses Ungleichgewicht sogar zum Zusammenbruch der Korallen-Algensymbiose führen, einem Prozess, den man auch als Bleaching oder Korallenbleiche bezeichnet. Das zeigt uns, dass sogar diese sehr ausgereifte symbiotische Beziehung nicht unerschütterlich ist. Denn Prozesse wie dieser, aber insbesondere auch wenn die Korallen über einen längeren Zeitraum zu warmen Wassertemperaturen ausgesetzt sind, können die symbiotische Beziehung zerstören. Wenn eine Koralle bleicht, ist sie jedoch nicht gleich tot. Korallen können so eine Bleiche theoretisch überleben. Allerdings ist es ein äußerst stressvolles Ereignis für sie und sie werden empfindlicher für andere Dinge, zum Beispiel Pathogene. Wenn die Bedingungen sich also wieder schnell genug verbessern und die Korallen von den Algen wieder besiedelt werden können, kann sich so ein Riff theoretisch auch wiederholen. In vielen Fällen kommt es jedoch zu einem sogenannten Regime-Shift, bei dem die Korallen absterben und von einer dicken Schicht von Algen überwachsen werden. Dieses Algenwachstum hemmt dann auch jedes weitere Korallenwachstum, da die Algen bestimmte Stoffe produzieren, um die Ansiedlung von sessilen Tieren zu verhindern und weil sie außerdem mit den Korallen um Siedlungsraum und Licht konkurrieren. Infolgedessen bilden die Algen dann stabile Gemeinschaften aus, die es den Korallen erschweren, sich wieder anzusiedeln. Diese Riffe sind dann auch anfälliger für eine Vielzahl anderer Probleme, zum Beispiel die allgemeine Verschlechterung der Wasserqualität. Aber auch andere Rifforganismen leben in so einer symbiotischen Beziehung mit diesen einzelligen Algen, zum Beispiel die Riesenmuscheln oder andere Nesseltiere wie Weichkorallen und Anemonen, die damit ebenfalls ihre Nahrungszufuhr in den allgemeinen nährstoffarmen Gewässern der Tropen verbessern können. Aber genau wie bei den Korallen können auch die hier verändernden Umweltparameter dazu führen, dass aus der ehemals positiven Beziehung Probleme erwachsen und der Wirt, zum Beispiel die Anemone in diesem Bild, seine Algensymbionten abstößt, um Schlimmeres zu vermeiden und damit bleicht. Aber lass uns auch noch über andere symbiotische Beziehungen sprechen. Zum Beispiel zwischen einigen großen Knorpelfischen wie Haien und Rochen und den Schiffshalterfischen. Diese schlanken Fische haben eine Art Saugplatte nahe ihres Kopfes, die sich aus dem Vorderteil der Rückenflosse gebildet hat und mit der sie sich rücklings an größere Fische anheften können, um sich so von ihnen mitnehmen zu lassen. Diese spezielle Form der Symbiose nennt man übrigens auch Phoresie, eine vorübergehende Transportgesellschaft. Die Schiffshalter haben so die Möglichkeit, an den Mahlzeiten des Wirtshiers teilzunehmen, genießen den Schutz des größeren Tieres und befreien es wahrscheinlich auch von Parasiten,
also wieder eine Beziehung zum Vorteil beider Parteien. Es wird sogar angenommen, dass sich das Verhalten der Gastgeber durch die Schiffshalter ändert, da beobachtet wurde, wie Haie und Rochen ihr Schwimmverhalten mitunter anpassen und langsamer werden, damit die Schiffshalter anheften können. Und dann gibt es da auch noch die Pilot- oder Lotsenfische, die man fast ausschließlich in der Begleitung von Haien, Mantarochen oder Meeresschildkröten findet. Auch sie befreien diese von Hautschmarotzern, fressen Speisereste und Ausscheidungen. Aber anders als die Schiffshalter schwimmen sie neben ihrem Partner und haften sich nicht an ihn an. Auch einige Quallenarten leben in so einer wechselseitigen Beziehung zu den Fischen, die zwischen ihren Tentakeln zu finden sind. Bestimmte Fische sind immun gegen die Stiche der Quallennesselzellen und können sich daher zwischen den Tentakeln vor Fressfeinden verstecken. Im Gegensatz sind sie eine Art Köder für andere Fischarten, die dann arglos nah an die Tentakel kommen und von der Qualle gefangen werden können. Aber nicht all diese Beziehungen zwischen marinen Organismen sind eitel Sonnenschein. Neben der nützlichen Symbiose mit ihren Algenpartnern leiden zum Beispiel auch Korallen an einer Vielzahl verschiedenster Parasiten. Wurmschnecken zum Beispiel, festsitzende Weichtiere, deren Gehäuse aus einer unregelmäßig gewundenen Röhre bestehen, die sie häufig an und auf den massiven Porites-Korallen bauen. Diese können dort das Wachstum der Korallen negativ beeinflussen, weil sie mit dem Schleim, den sie mitunter absondern und der sich wie ein Netz über die Korallen legen kann, die Polypen ersticken und damit zu deren Absterben führen können. Aber auch manche Trematodenarten, parasitär lebende Plattwürmer, können für Korallen wie Porites zum Problem werden. Eine der häufigsten Formen kann zu diesen pinken, ausschlagähnlichen Knubbeln führen. Bei den Plattwürmern handelt es sich um Endoparasiten, die oft äußerst komplexe Lebenszyklen haben. Diese Tiere benötigen grundsätzlich mehrere Wirtstierarten, um ihren Lebenszyklus vollständig durchlaufen zu können. In diesem Fall ist die Koralle nur der Zwischenwirt und der Parasit erreicht den Endwirt erst dann, wenn er zum Beispiel von Falterfischen, die sich mitunter von den Korallenpolypen ernähren, aufgenommen wird. In ihnen kann sich der Plattwurm dann wieder vermehren, wird mit dem Kot ausgeschieden und gelangt somit wieder auf und in eine Koralle, sodass sich der Kreislauf von vorne beginnt. Aber auch einige Fischarten können unter solchen parasitären Plattwürmern leiden. Auch hier können die Parasiten direkt oder indirekt die Lebenserwartung des Wirts negativ beeinflussen, ihr Wachstum mindern oder sogar ihre Reproduktionsfähigkeit einschränken. Diese Parasiten spielen damit letztendlich auch eine Rolle für die gesamte Dynamik, zum Beispiel in einem Riff. Denn wenn es zu viele von ihnen gibt, die die dort lebenden Wirte besiedeln und schwächen, hat das am Ende einen Einfluss auf das gesamte Riff und kann all seine Bewohner in Mitleidenschaft ziehen. Aber machen wir auch noch einen kleinen Abstecher in kältere Gewässer. Auch der Grönlandhai, den man in den arktischen Wassern des Nordatlantiks finden kann, ist nicht nur für sein enormes Alter von mehreren hundert Jahren bekannt, sondern auch für seine Parasiten. Grönlandhaie werden oft von einer bestimmten Copepodenart, einem kleinen Krebs, besiedelt, der sich an ihrem Auge festsetzt. Es wird angenommen, dass das auf Dauer die Sehkraft des Hais negativ beeinflusst und damit dem Hai natürlich schadet. Tatsächlich gibt es aber auch eine Theorie aus den 60ern, dass der Copepode biolumineszentes Licht ausstrahlen kann und damit, genau gegensätzlich, dem Hai eventuell sogar von Vorteil sein kann, da er damit quasi eine kleine Lichtquelle direkt an seinem Auge trägt. Auch dieses Beispiel zeigt damit wieder wunderbar auf, wie schwierig es sein kann, eine solche Beziehung als mutualistische oder kommensalistische Symbiose, sogar aber auch als Parasitismus einzuordnen. Und dass sich unser Wissen über dieses Zusammenleben verschiedener Arten in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sicherlich noch so einige Male erneuern wird.